Willkommen zur F1 Mega Season 2023. Wir sind wie immer hier in Aserbaidschan mit Lewis Hamilton unterwegs. Es heißt Road to 8. WM-Titel. Und ja, heute wird der Grundstein hoffentlich gelegt. Hier haben wir also Baku City Circuit, 6003 Meter und 20 Kurven. Abonniert den Channel, ganz kostenlos. Jetzt schaut gerne auf TikTok vorbei und auch unbedingt gerne auf Instagram. Wir haben auch zwei DRS-Zonen und eine unfassbar geniale Strecke. Ich würde sagen, die drittlieblingsstrecke im Kalender generell von mir. Es ist eine unfassbar coole Strecke und wirklich diese Track ist so genial. Los geht's hier mal ins Rennstrategieprogramm. Das sind die ersten Kilometer, die ich auf dieser Strecke gefahren habe. Deswegen ist es eher noch ein bisschen unsmooth, weil ja hier auch ein Gleichtrag wärst, ja, weil einfach auch die Strecke natürlich noch grün ist. Also wir haben hier generell kaum Grip. Noch, aber wir kommen noch gut durch, ich würde mal sagen, und ich hoffe natürlich auch, wir werden noch ein bisschen über das Qualifying reden für den Sonntag. Für den Sprint kann ich leider noch nicht viel sagen, da werdet ihr auf TikTok informiert, was da meine Meinung dazu ist. So, da, aber hier geht es jetzt mal rein, gut auch durchgekommen. Hier, es gab auch ein paar Änderungen, zum Beispiel das DRS wurde verkürzt auf Start und Ziel. Man hat das um ein paar Meter nach hinten verschoben, um eben halt auch diesen Hardcore-Top-Speed-Effekt ein bisschen zu verkleinern, weil der wirklich enorm ist. Gerade hin zur ersten Kurve, da kommt die Berührung mit der Mauer, der Ditcher, der ganz leichter. Aber das war noch gar da, das war Gott sei Dank noch da. Ach du Kacke, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Und es wird. Wir kommen gut mit. Wir kommen auch schön hier durch, aber natürlich zeigt uns das Zeitentableau dann erst, wo wir landen werden. Kommen wir auch ein bisschen zum gestrigen Qualifying. Was soll ich sagen? Es war sehr spannend, muss man sagen. Es war unfassbar knapp, gerade zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Es gibt ein bisschen 2022er Vibes, aber ja, gerade zum Schluss hin gab es so ein bisschen einen Dreierkampf um die Pole. Perez war mir aber irgendwie klar, dass der, auch wenn er ein guter Start-Compris-Fahrer ist, ein bisschen abgeschlagen war. Wir haben da natürlich die unfassbare Pole Position von Charles Leclerc. Tolle Runde und ja, dahinter dann Max Verstappen auch wie immer natürlich abgeliefert. Erster Platz mit 1,46, das ist sehr langsam. Das ist sehr langsam hier. Wir konnten uns bei 1,44 runterarbeiten. Doch leichter Frontflügel starten und die Reifen sind bisschen schon lidiert. Mal gucken, hier geht es jetzt in die Kurve. Wir werden später weiter reden über das Qualifying. Und ja, da habe ich schon gemerkt, zu spät eingelenkt und dann zu früh aufs Gas. Ich habe die Kurve nicht ganz ausgefahren, aber wir haben die Mauer nicht berührt. Und jetzt kommt noch 180er, zack. Okay, es war eher so ein 195er, aber wir kommen hier unfassbar glücklich mit einem, ja, grünen, mit einem blauen Auge davon. So, hier, ja, wie gesagt, ich bin zu früh ins Gas gegangen und habe leider die Kurve auch nicht ganz ausgefahren. Was war mein Fehler? FIA, schreibt es mir gerne, falls ihr wisst, was da richtig abging. Also wir waren da gut dran und ich würde mal sagen, ja, wir können das Ganze mal so stehen lassen. Wir gehen in meine, ja, Qualifying Simulation. Eine Hotlap werden wir hier raushauen, die hoffentlich ja, uns schon mal zeigt so ein bisschen, wo wir uns befinden. Ja, das war jetzt nicht so gut, aber die soll uns dann ein bisschen zeigen, wo wir uns aktuell befinden. Mal gucken, raus geht's hier aus der letzten richtigen Kurve und jetzt geht alles Full Speed. Also ab jetzt geht alles Full Speed, man erreicht hier eine richtig hohe Top-Geschwindigkeit. Bei uns im Mercedes ist es eher so Semi 325, ist natürlich immer noch um Welten schneller wie das, was die Mercedes gestern in Wirklichkeit auf die Strecke gebracht haben. Was soll ich euch sagen, Leute, das war miserabel, dieser Top-Speed von Mercedes. Wir waren dabei 305 oder so, 308 maximal. Immerhin konnte es Lewis Hamilton auf den 5. Platz schaffen, aber George Russell war sogar schon in Q2 vorbei. Einfach nur traurig. Zwei rote Flaggen gab es auch in Q1 bereits. Einmal den Nyck de Vries mit Bremsproblemen. Ja, ist er in Turn 4, glaube ich, gegen die Mauer gefahren. Und ja, dann Esteban Ocon, der sich komplett, aber wirklich komplett verschätzt hat in Kurve 3. Ist dann gegen die, das war Pierre Gasly, sorry, ich möchte Ocon nicht ungut tun. Es war Pierre Gasly, der sich, ja, nach dem Motorschaden, boah, das war knapp, aber sehr, sehr gut, der sich nach dem Motorschaden wirklich, ja, im Motorschaden hatte er im einzigen freien Training keine Zeit, ja, es war 45 Minuten,
Also ist gerade mal 10 Minuten oder so gefahren, Motorschaden, hatte wirklich wenig Zeit, sich vorzubereiten und ist dann alles aufs Ganze gegangen, gab aber anscheinend, wie sich's angehört hat, auch bei ihm Probleme mit der Bremse und deswegen kann man sagen, es ist natürlich nicht zu 100% seine Schuld, auch wenn sich da leider noch nicht viel aufklären konnte. War trotzdem ein tolles Qualifying, muss ich sagen. Wir hatten auch leider die ersten Martins, die es beide ins Q3 geschafft haben, aber dann einen DRS-Fehler. Beide konnten das DRS nicht öffnen, verloren somit über 10 km/h Geschwindigkeit auf der Start- und Zielgeraden. Und es hat nicht ganz gereicht. Für Perns mit meiner Hotlap 197.000stel waren wir hinter Max Verstappen. Dennoch, herzliches Willkommen hier noch einmal zum Qualifying des Aserbaidschan Grand Prix. Wir sind dieses Mal gemächlich unterwegs mit Lewis Hamilton, nicht in unserem Audi, wie ihr es sonst kennt. Und 6.003 Meter, 20 Kurven und 2 DRS-Zonen und eine Strecke, die von Hermann Tilke designt wurde und einfach nur, traumhaft ist. Wirklich cool. Die Startmauer gehört zum UNESCO-Kulturerbe und es ist wirklich eine Strecke, auf der man eigentlich immer fahren möchte. Es ist meiner Meinung nach toll, wirklich sehr, sehr schön, die Strecke anzusehen und auch zu fahren. Los geht's hier in den Q1-Versuch mit Lewis Hamilton. So, da, erste Turn, sind wir eigentlich okay rausgekommen. Nicht so wie der Smooth Operator gestern. Perez war auch, Sainz war auch ein bisschen, ich würde mal sagen, neben der Spur, auf jeden Fall. Sainzy Boy hatte gestern auch nicht viel zu lachen. Jetzt geht's hier runter, Trollg auch gut gekommen. Jetzt gehen wir mal am Ende der Runde und da kommen wir gut raus. Sehr, sehr sauber aus den Kurven und Full Speed, ERS on, DRS on. Und wir sind bei knappen 300. Ja, hier ist es ausgegangen. Ja, es waren 326. Es reicht aktuell mal für die schnellste Rennrunde, um Charles Leclerc als einzigen richtigen Konkurrenten hier zu schlagen. Und jetzt kippen wir mal und gucken mal, wo wir landen werden. Das wird ziemlich interessant werden. Mal skippen und zweiter wieder hinter Max Verstappen. Dennoch ist der große Unterschied, wir sind mit Gelb gefahren und er mit Rot. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall gute Chancen, um die Pole kämpfen zu können. Und jetzt zurück in Q2. Wir haben es natürlich reingeschafft. Ich meine, mit 2 Zehntel Rückstand ist es eher komfortabel, würde ich mal sagen. Rote Reifen drauf, ERS on, DRS natürlich auf. Und jetzt geht's los in unsere Q2-Runde. Hoffentlich brauchen wir nur eine. Los geht's, Curb anfahren, rein, raus beschleunigen. Gut durchgekommen hier. Die nächste Kurve ist sehr tricky, weil man links die Mauer hat, aber vor allem auch rechts. Diese Linie grenzt zwar die Strecke ab, aber die Mauern sind wirklich wie immer ganz nah. Die einzige richtig breite Stelle ist natürlich die Start- und Zielgeraden, die wirklich sehr, sehr breit ist. So, lala. Hier geht es dann runter, eine meiner absoluten Lieblingskurven. Und dann geht es in die enge Kurve, wo ich links auch oft neige anzuditschen. Und jetzt meine absolute Hasskurve, die Links-Rechts-Schikane. Aber seit neuestem fahre ich die auch ziemlich gerne rauskommen. Oh mein Gott, da kommt der Wand, die hat hoffentlich keinen Flügelschaden. Und jetzt geht es in den engen Sektor, in das Mickey Mouse, Wunderhaus. Hier in die Stupid-Kurve, rauf auf den Hügel hier und dann in die Vollgas-Linkskurven. Der Altstadt, einfach nur toll, einfach nur schön hier. Außen bleiben, reinziehen. Eigentlich ist es zweimal oder dreimal dasselbe und dann geht es in eine enge Kurve, wo es echt ein harter Bremspunkt ist. Da haben schon viele ihre Runde, vor allem auch ihr Auto, zusammengehauen. Und raus hier aus der letzten richtigen Kurve, Turn 16. 17 ist full, 18 ist full, 18 ist full, 19 ist full und auch der Knick 20 vorne ist auch full. Also man fährt hier bis Turn 16 und dann alles Vollgas. Insgesamt 1,9 Kilometer Full Speed. Also das ist wirklich eine Strecke, da willst du wirklich ein schnelles Auto haben. Es reicht für den ersten Platz, 1,43,4. Nicht gerade das Beste, aber da habe ich mich verbremst, egal. Nicht gerade das Beste, aber es sollte reichen, um ins Q3 weiterzukommen. Wir sind wieder auf dem zweiten Platz. Mal gucken, wer erst ist. Ich denke mal, es ist ein Checo Perez diesmal. Wieder 1,5 Zehntel.
Es ist heute echt. Wir kommen nicht weiter. Es geht ins Q3 und jetzt heißt es natürlich alles tun, um die Pole Position zu holen. Los geht's hier. Mal Reifenauswahl. Natürlich probieren wir den ersten Run mit dem angefahrenen Reifen, weil ich den einfach so schaffen möchte. Und dann den zweiten Run mit einem frischen Satz. Erst einmal haben wir dann natürlich noch einen kompletten Satz für das Rennen über. Sollte irgendwas passieren, man weiß ja nie, gerade das Rennen, das neigt doch oft dazu, irgendwie random zu werden. Sieht gut aus, wir kommen hier auch gut durch. Ich merke auch kaum, dass die Reifen angefahren sind. Das ist wirklich, die lassen sich sehr, sehr schön fahren. Und die, boah, bist du noch. Ist aber ein leichter Quersteher drin auf jeden Fall. So, das war unsere Runde 1,1 Sekunden langsamer. Der angefahrene Reifenversuch, würde ich mal sagen, geht als gescheitert durch. Wir werden so absolut nicht. Nein, da kommt ja der DJ an die Mauer mit dem Quersteher. Da wollte ich zu viel und dann gehen wir einfach rein. Flügelschadenreparatur, ja, das ist jetzt eher so semi, das ist eh unnötig. Das kostet auch wenig Zeit. Wir sind weit nach hinten zurückgefallen, weswegen ich da ein bisschen früher rausfahre. Wir haben noch eine Minute drauf. Alle sind jetzt gerade mal auf der Aufwärmrunde. Wir sind schon auf unseren schnellen Versuch. Einfach aus dem Grund, weil ich mich da mit keinem Zwischenfall und mit keinem Mann, der sich hier langsam mit so langsamen Autos befassen möchte. 190, fast 2/10 sind wir hier im Delta. Und ich hoffe natürlich, dass wir da ein bisschen was machen können. Es ist aktuell der 7. Platz und die anderen sind noch gar nicht gefahren. Checo Perez kann vermutlich noch schneller. Auch ein Pierre Gasly wird noch 1/10 finden. Das bedeutet, wir müssen unbedingt hier viel, viel, viel Zeit finden oder ein bisschen Zeit auf jeden Fall. 3/10, Purple im ersten Sektor, das ist meine Paradedisziplin. Hier gut durchgekommen, viel Zeit gefunden, 4/10, 4,5/10, knappe 5/10. Das ist gut, das ist sehr gut. Wir brauchen über eine Sekunde, um überhaupt mal in den Top 3 zu sein. Also, rauf geht's, Berg. Ja, ganz, ganz nah mit dem Vorderreifen hier an der Mauer vorbei. Aber halt eben nicht gegen die Mauer. Das ist das Wichtige. Und jetzt geht's in den Full-Speed-Sektor, der eher dem Mercedes nicht so liegt, würde ich jetzt mal sagen. Gerade Start und Ziel, da müssen wir, ja, gefühlt schon die Klappen aufmachen und mitlaufen, um überhaupt da mitzukommen mit der KI. Es sind 7/10, es ist aber auch grün im zweiten Sektor, 9/10 schneller als unsere alte Zeit. Wo werden wir landen? Nur noch aus Turn 18, 19 gut rauskommen und dann heißt es, ja, nur noch hoffen, dass das Auto schnell ist. Es geht drauf, wir haben hier einen besseren Exit anscheinend wie mit den vorderen Reifen. Wir sind auf 9/10 oben, jetzt auf 9, wir kommen nicht auf 9, 9/10 werden wir uns also verbessern circa. Es waren genau 9/10 und wo wird das, ja, wo wird uns das am Ende hinbringen? Mal gucken. Es ist P2. Es ist, ja, würde ich mal sagen, selbstsprechend für das ganze Wochenende. Wir haben es irgendwie immer auf P2 geschafft. Ein Max Verstappen hat uns dann am Ende doch geschlagen mit fast 2,5 Zehntel. Also, das war schon dann verdient für Max. Der hat das richtig gut gemacht. Er ist eine starke Konkurrenz und ich bin sehr hyped aufs Rennen. Das morgen oder Montag, vermutlich am Montag wird es kommen. Morgen wird dann in mein Teamrennen kommen und am Montag dann auch werden wir gleich über die Highlights des Rennens sprechen in unserem Teamrennen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Unser Teamkollege George Russell startet vom 4. Platz. Auch sehr okay. Also ich denke mal, da ist viel drinnen. Da kann man sich viel ausmalen.
Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf itza_tobi, aber auch gerne auf den anderen Social Media Channels wie Twitter und vor allem auch gerne auf Instagram. Links wie immer alle unten in der Bio. Und für heute war es das mal. Danke fürs Zugucken. Abonniert gern kostenlos das Video und lasst gerne einen Daumen runter. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.